freue mich, dass wir heute nicht in der Geschäftsstelle in den Offline-Räumen von Reporter ohne Grenzen uns treffen, sondern auf der Facebook-Seite von Reporter ohne Grenzen. In Zeiten von Corona hören wir nämlich nicht mit unserer Arbeit auf, sondern verlegen sie nur, soweit das möglich ist, auch ins Netz. Denn Angriffe auf die Pressefreiheit gibt es auch in Zeiten von Corona, auch wenn ich mich schon jetzt wieder freue, wenn wir Veranstaltungen vielleicht auch wieder in Veranstaltungsräumen machen können. Aber die Chance von Veranstaltungen hier auf Facebook sind ja auch, dass wir vielleicht auch noch mehr Menschen erreichen. Und ich freue mich, dass wir heute hier auf der Facebook-Seite von Reporter ohne Grenzen miteinander sprechen zum Thema Pressefreiheit in Ungarn. Denn bei mir ist Márton Gergely. Wir kennen uns schon lange. Márton Gergely ist Ressortleiter für Politik bei der ungarischen Wochenzeitschrift HVGU und war viele Jahre vorher, 12 Jahre lang, bei der regierungskritischen Zeitung Népszabadság. Ich habe das öfters immer mal wieder geübt. Und war dort stellvertretender Chefredakteur. Und die Zeitung wurde 2016 aus politischen Gründen geschlossen. Und wir wollen jetzt in den nächsten 30 Minuten miteinander sprechen über die Lage in Ungarn während der Corona-Pandemie, aber wollen es auch ermöglichen, dass ihr und sie auf Facebook euch und sie sich beteiligen können mit Fragen, wenn wir hier nach 30 Minuten durch sind, denn das Ziel ist auch, dass wir eine interaktive Veranstaltung haben. Und erstmal herzlich willkommen, Márton Gergely, hier bei Reporter ohne Grenzen auf Facebook. Oh. Eine Frage hätte ich gerne einfach mal zum Einstieg. Ungarn hat es in der vergangenen Woche leider wieder international in die Nachrichten geschafft, weil in Ungarn ein sogenanntes Notstandsgesetz verabschiedet wurde. In vielen Ländern dieser Welt, Demokratien wie Diktaturen, in Deutschland wurden ja auch Ausnahmegesetze beschlossen, die Grundrechte außer Kraft setzen, die die Freiheiten von vielen Menschen einschränken. Aber um ein anderes Recht, das Recht auf Gesundheit zu schützen, das ist ja auch ein Recht. Und das ist natürlich eine komplizierte Abwägung an vielen Stellen. Und in Ungarn wurde auch im Kampf gegen das Coronavirus ein Gesetz verabschiedet, ein Notstandsgesetz. Und dieses Notstandsgesetz neben vielen Einschränkungen im öffentlichen Leben in Ungarn erlaubt es, gibt der ungarischen Regierung auch sehr viele Vollmachten, um im Kampf gegen den Coronavirus Dinge schnell und effektiv, so die Begründung der Regierung, durchzusetzen. Eine Regelung in diesem Notstandsgesetz ist auch, dass Journalistinnen und Journalisten in Ungarn mit bis zu 5 Jahren Haft bestraft werden können, wenn sie vermeintlich falsche Nachrichten verbreiten. Dieses Gesetz wurde ja von vielen, und gerade diese Regelung wurde ja von vielen weltweit kritisiert, als ja, als autoritär, fast schon diktatorisch. Gleichzeitig haben wir ja manches Ähnliches auch schon gehört vor einigen Jahren, als in Ungarn ein Mediengesetz verabschiedet wurde, was international auch sehr stark kritisiert wurde. Deswegen habe ich eingangs erstmal nur die Frage, hat dieses Notstandsgesetz und den Regelungen, die Journalismus betreffen, irgendwas verändert in Ungarn? Noch nicht. Also ich glaube eher, dieses Gesetz ist dafür da, um davon Gebrauch zu nehmen, wenn es politisch schwierig wird, für die ungarische Regierung. Man muss auch verstehen, sie argumentieren zwar, dass diese Möglichkeiten, geschaffen werden müssen, um diese Pandemie bekämpfen zu können, aber alle bisherigen Einschränkungen und Maßnahmen wurden auch ohne dieses Gesetzes durchgebracht. Also man brauchte kein Gesetz, um eine Ausgangsminimierung durchzuführen. Es brauchte auch
kein neues Gesetz, um jemand, der falsch, mehr, fal eine Falschinformation verbreitet hat. Also es gab einen Menschen, also es war kein Journalist, es gab einen Menschen, der vor 3 Wochen so ungefähr behauptete, Budapest wird abgeriegelt. Diese Information wurde als Falschinformation und Wo Panikmache gab es diese Information, wenn ich kurz nachfragen darf? ja, einfach über Facebook verbreitet, ne? Und die ungarischen Behörden werteten das als Falschinformation, Panikmache. Und dieser Mann wurde dann auch gefasst und gegen ihn läuft jetzt ein Verfahren. Das ist alles noch vor dem Gesetz. Und jetzt haben wir mit Fidesz-Abgeordneten, also mit Abgeordneten der Regierungspartei gesprochen. Und die haben gemeint, solche Falschinformationen müssen schnell und effektiv in dieser Krisenzeit geahndet werden. Und das Ganze ist nicht ein Paragraph gegen Journalisten, sondern solche Spinner. Aber das entpuppt sich auch als eine völlig Argumentation. Ja, dieser Mensch ist mit den alten Gesetzen schon in Gewahrsam genommen worden. Also das ganze Notstandsgesetz und auch diese strafrechtliche Regelung, die Falschinformationen mit bis zu 5 Jahren ahndet, das sind Möglichkeiten, die hier geschaffen werden, um wenn es hart auf hart kommt, Herr der Lage bleiben zu können. Noch wurde nichts davon angewendet. Das zeigt auch, nichts war nötig, um die Pandemie effektiv bekämpfen. Statistiken gerade und in Medien wie HWG und dem Verhältnis von Fidesz-Wählern. Eine Frage habe ich da nochmal anknüpfend direkt. Kommt es denn vor, gerade in diesen Tagen, dass vielleicht Fidesz-Medien oder regierungsnahe Medien vielleicht auch Recherchen, Texte, Themen von HWG 444 und anderen Medien übernehmen, weil sie irgendwann merken, darüber müssen wir auch jetzt unsere Leserinnen und Leser informieren? Ja, nur dann, wenn diese Geschichten die Narrative der Orbán-Regierung dient. Also zum Beispiel hat ein Kollege von mir bei HWG einen Text geschrieben, wonach die ersten wirtschaftlichen Maßnahmen Orbáns richtig seien. Und das wurde dann gebracht, sogar diese liberale Lügner müssen erkennen, wie toll Orbáns Plan ist. Und dann, als wir ein Interview mit einem österreichischen Experten geführt haben, und dieser österreichische Experte hat gemeint, die ungarischen Zahlen deuten darauf, dass da irgendwas nicht stimmt. Die Zahl der Todesopfer ist viel, viel höher, als es die infizierten Zahlen es erlauben würden. Dann wurden wir in den Fidesz-Medien niedergemacht und als Kriminelle gebrandmarkt, weil wir solche Panikmache betreiben. Also es ist immer, also alles, was wir schreiben, ist bei den Fidesz-Medien nur in einem einzigen Licht gestellt, Orbán dienlich oder Orbán feindlich. Und wenn es nieder, also das ist dann mit der Strafe, der Ton ist da unvorstellbar für deutsche Leser. Also eigentlich so so AfD-Fans in der Kommentarsparte am Facebook. Das ist der Ton, mit dem wir niedergemacht werden von unseren sogenannten Kollegen drüben. Aber sobald wir was Schönes schreiben über Orbán, dann ist es plötzlich sehr wichtig, HVG zu zitieren. Und wie wirkt sich die Pandemie aktuell und die
die steigenden Nutzungszahlen, die es ja offenbar auch bei unabhängigen Medien aus. Wie wirkt sich das aus auch auf Werbung bei privaten Medien, wie das HWG ist? Ja, sehr schlimm sieht das Ganze aus. Also die Werbungen sind weggebrochen. Also die Einnahmen sind weg. Wir bei HWG haben zwei Vorteile. Einerseits, dass wir die auflagenstärkste Wochenzeitung auf den Markt bringen. Das ist heute auch erschienen. Also ich kann vielleicht die Zuschauer zeigen. Ja. Ich weiß nicht, ob das man sieht. Also Teile und Rette dich und herrsche und ist über Orbans neues Gesetz. Also die Tatsache, dass wir noch eine Printausgabe verkaufen können, garantiert uns Einnahmen. Und wir haben ein Paywall, also eine neue Paywall auf unserer Website. Aber das haben unsere Konkurrenten und Kollegen und Freunde bei den anderen großen Portalen leider nicht. Das heißt, wir sind auch sehr, sehr stark abhängig von den Einnahmen aus den Inseraten, aber die anderen sind noch stärker betroffen. Und die Zahlen sind eingebrochen. Und man muss auch verstehen, schon vor der Krise war der Staat der größte Player am Werbemarkt. Natürlich haben sie keinen einzigen Cent bei uns ausgegeben. Das ist auch schwierig zu verstehen für Deutsche, aber unter staatlicher Werbung muss man auch die staatliche Lotterie, die ungarische Post oder die Elektrizitätswerke verstehen. Und diese großen staatseigenen Firmen, die schalten Werbungen nur dort, wo es der Regierung lieb ist. Also wir hatten schon eh einen betrübten Werbemarkt und soeben ist der Staat noch größer geworden auf diesem Markt und natürlich versucht der Staat alles, damit wir möglichst verhungern. Und was heißt das praktisch aktuell in einem Medium wie HWG? Gibt es dort auch vom Verlag oder gibt es bei privaten Medien auch in Ungarn im Moment Diskussionen darum, Kurzarbeit zum Beispiel einzuführen in deutschen Medienhäusern, aber auch in anderen Ländern Südosteuropas ist es ja gerade durchaus so, dass zum Teil Mitarbeiter entweder weniger arbeiten, obwohl eigentlich mehr Arbeit da wäre, weil man sich das nicht mehr leisten kann. Wie ist das in ungarischen privaten Medien im Moment? Ja, also ich weiß nicht, wie viel ich von HWG sagen erlaubt bin, aber ich weiß, dass Reuters, also die große Nachrichtenagentur, hat darüber geschrieben, dass angeblich bei HVG auch Gehaltskürzungen gewesen wären. Bei anderen Medien, über denen ich freier sprechen kann, hören wir auch entweder Kündigungen oder die Menschen werden oder die Menschen verdienen zurzeit weniger als vor der Krise. Es gibt Zeitschriften, die jetzt für ein paar Monate nicht erscheinen. Also jedes Verlagshaus, das nicht mit Regierungsinseraten rechnen kann, versucht in einen Überlebensmodus zu gehen, obwohl wir eigentlich schon alle dieses Überlebensmodus gekannt haben und versuchen irgendwie das auszusitzen. Ja, die Zahlen sind wunderbar, wenn wir die Leser sehen. Aber wenn wir die Einnahmen sehen, dann sind das scheußlich. Dann ist es abwegs eine Katastrophe. Und wenn es lang andauert, dann weiß ich nicht, wie die allermeisten das meistern werden. Und vielleicht kann ich dann jetzt kurz zurückkommen auf dieses Gesetz, also diese Änderung des Strafgesetzbuches. Es erhöht den Druck. Also ich finde das wieder, also vielleicht erkläre ich zu viele Sachen psychologisch, aber ich habe irgendwie diese Auffassung, dass dieses Gesetz
zurzeit niemanden ins Gefängnis stecken will. Es will aber, dass die unabhängigen Medien noch mehr nachdenken, ob wir was bringen können, noch mehr nachdenken, ob unsere Quellen tatsächlich gut sind. Und bitte ich, die unabhängigen kritischen Medien wissen um ihre Verantwortung. Das haben sie in den letzten Jahren auch gezeigt. Verantwortungslos sind die Fidesz-Medien. Die Kritischen wissen, dass unsere Geschichten stimmen müssen. Wir versuchen, unsere Geschichten immer gegenzustellen, mehrere Quellen zu haben. Und das große Problem ist aber, dass die ungarischen Behörden, Regierungsstellen und anderen staatlichen Institutionen sprechen seit Jahren nicht mehr mit uns. Also das heißt, wir haben eine Quelle, wir haben eine Information und wir können es fast unmöglich verifizieren. Und dann gibt es die Frage, decke ich denn das Skandal auf, von dem ich weiß, aber ich nicht verifizieren kann, oder lasse ich es? Und wir sagen, wir lassen es nicht, weil das irgendwas nach sich ziehen würde. Ich glaube, die Titel, die ich vorhin gezeigt habe, zeigt schon, dass wir nicht mit Kritik sparen oder dass wir uns nicht fürchten. Aber journalistisch, was uns Beruf betrifft, können wir es schon nicht bringen. Also es ist, wenn wir da nicht eine Gegendarstellung einholen können, wenn wir nicht zwei, drei unabhängige Quellen haben, dann können wir Sachen wissen, wir bringen es trotzdem nicht. Ich würde gerne jetzt Fragen nochmal von Facebook-Nutzern einbringen. Eine Frage, die jemand gestellt hat von unseren Facebook-Nutzern hier, inwiefern das Gesetz, dieses Notstandsgesetz und auch die Regelungen, die die Falschnachrichten betreffen, inwiefern es dafür einen Rückhalt in der ungarischen Bevölkerung gibt, Unterstützung oder gibt es eine Legitimationsbasis, auch immer noch für Viktor Orban mit diesem Gesetz? Also wir sehen, dass überall Regierungen zurzeit in dieser Krise an Popularität gewinnen, weil die Menschen schauen auf den Staat und wollen halt irgendwas vertrauen und hoffen, dass die Krankenhäuser halten und die Polizisten ihre Sachen richtig tun und so weiter. Und in diesen Zeiten verwechseln viele Menschen halt Behörden mit dem Staat, mit der Regierung. Und so profitiert auch Orbán zurzeit davon, dass die Menschen diese Richtlinien glauben und auf das Beste hoffen. Ich glaube, es ist schwierig auch, die Menschen wirklich davon, es ist schwierig, immer diese Paragraphen zu erklären und es ist immer schwierig, eine Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten, wenn viele Menschen einerseits Politik verdrossen sind, andererseits herrscht es dieses Gefühl, ja, erst kommt das Essen, dann kommt die Moral, wie Brecht das schön sagt. Mich interessiert in erster Linie, wie meine Existenz gesichert ist und ich kümmere mich nicht um die Dinge des Staates oder ich kümmere mich nicht um die Dinge Orbans, nicht weil ich ihn mag, aber weil ich es mir leid bin, weil das nichts bringt. Weil Politik nicht einbindet, Politik geschieht irgendwo über unseren Kopf. Das ist die Erfahrung der Ungarn. Also es ist wieder so, dass die Menschen nicht da wirklich, glaube ich, reinsteigen wollen. Sie sind es auch nicht gewohnt, gefragt zu werden. Hier gibt es wenige, das ist wie eine Debattenkultur wie in Deutschland, die ich so mag, gibt es hier nicht. Also es kracht oder ist alles leise und man versucht mit Humor
alles irgendwie wegzustecken. Also das ist der ungarische Weg. Und zurzeit herrscht noch Stille und wenn man sich abregen will, dann macht man es mit Humor. Ungarn ist ja auch Mitglied der Europäischen Union. Und wie wird die Reaktion der Europäischen Union auch auf dieses Gesetz in Ungarn, sowohl auf Seiten der Regierung, aber auch bei unabhängigen Medien wie HVG, bewertet? Also wir haben in diesem Heft zum Beispiel zwei Interviews, einerseits mit Norbert Röttgen und andererseits mit Michael Roth, also den Staatsminister für Europa, einerseits im Kabinett Merkel und andererseits den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Also sie sind Deutschland ist, also die GroKo ist prominent vertreten in unserem Heft und sie verurteilen das ungarische Gesetz ganz eindeutig. Eigentlich finden sie eindeutigere Worte auf dieses Gesetz als die meisten ungarischen Medien und die meisten ungarischen Oppositionspolitiker. Wir haben auch gehört, dass, also wir haben auch darüber berichtet, dass Ursula von der Leyen bezeichnet hat. Also wir hören oder wir sehen, dass dieses Gesetz schon so in Europa nicht akzeptiert wird. Aber ich erinnere mich auch an den Zeiten, wo Viktor Orban einen Zaun an der ungarisch-serbischen Grenze gebaut hat. Da haben auch viele europäische Politiker gesagt, das geht nicht. Man muss auch auf die Genfer Konvention achten, dass man zum Beispiel die Rechte der Flüchtenden und Migranten auch respektieren soll. Aber diese Sachen hören wir nicht mehr. In Ungarn werden diese Woche, diese Tage auf Asyl wartende Flüchtlinge hungern gelassen von den ungarischen Behörden. Und um zu erzwingen, dass diese Antragsteller was zu essen bekommen in den geschlossenen Zentren, wo sie diese Zeit verbringen müssen, müssen ungarische NGOs vor Straßburg klagen, jedes Mal. Und es wird geklagt, dann bekommt jemand Essen, aber der andere, der noch nicht geklagt hat, bekommt kein Essen. Und das geschieht hier mitten in Europa und niemand regt sich auf. Nein, also es ist eigentlich so, dass in der Migrationskrise Orban seine absurde Gesetze und seine absurde Politik durchgebracht hat und diese Mittel salonfähig gemacht hat. Das ist meine Befürchtung, dass dieses Ermächtigungsgesetz, das jetzt verabschiedet worden ist, einmal genauso endet, dass Europa abstumpft, dass Europa diese am Ende hinnimmt. Wir hatten dieselben starken Worte Europas vor 5 Jahren gegen der Migrationspolitik Viktor Orbáns. Und die haben wir nicht mehr. Die Frage ist, ob es bei der Kritik zum Ermächtigungsgesetz die Europäische Union mehr Ausdauer und mehr Prinzipientreue haben wird als in der Migrationskrise. Was wäre denn die Konsequenz, wenn aus Ihrer Sicht mehr Prinzipien angewendet würden? Was müsste denn eine Konsequenz, was wäre denn eine konsequentere Politik aus eurer Sicht seitens der EU? Also ich weiß es nicht. Also das ist so der Punkt, wo ich immer, ich glaube, an der Grenze meines Berufes komme. Also ich bin Berichterstatter und Analysierender, aber kein Politikbetreibender oder Politikverfechter.
einfordernder. Und das ist mir auch wichtig, um meine journalistische Berufsethik zu behalten. Also ich würde da nicht mehr antworten. Eine Antwort muss gefunden werden, aber diese Antwort ist Politikern und Politikschaffenden, NGOs und Policymakers überlassen. Ich hätte gerne vielleicht abschließend noch mal eine Frage. Wenn man sich mit Ungarn in den vergangenen Jahren beschäftigt hat, haben wir das ungarische Mediengesetz erlebt, wo von Angriff auf die Pressefreiheit erlebt wurde. Es gab Entlassungen, es gab Eigentümerwechsel. Jetzt gibt es dieses Gesetz. Es gibt eine sich in Folge von Corona verschärfende Krise, auch wirtschaftlicher Art, bei ungarischen Medien. Was motiviert dich als Journalist bei HVG im Moment in Ungarn zu arbeiten und nicht vielleicht nach Deutschland zu gehen? Ich kenne einige ungarische Journalistinnen und Journalisten, die das Land verlassen haben und mittlerweile in Deutschland arbeiten. Was motiviert einen unter diesen Bedingungen als Journalist in Ungarn zu arbeiten? Also man sagt es immer wieder, aber du hast in dem Sinne recht, habe ich schon vor 4 Jahren gesagt. Wir machen jetzt den Unterschied aus. Wann, wenn nicht jetzt? Wann ist es mir spannend und wichtiger und verantwortungsvoller Journalist, unabhängiger, kritischer Journalist zu sein als jetzt? Also es ist, solange es geht, machen wir weiter, solange die Arbeitsverhältnisse es auch zulassen. Es ist auch sehr wichtig, also ich glaube, es gibt einen gängigen Missverständnis, wonach, wenn Medienvielfalt und Pressefreiheit in Gefahr sind, dann sind sie in allen Redaktionen beeinträchtigt. Das stimmt im Fall Ungarns nicht. Im Fall Ungarns ist es so, dass die freien Medien unter unheimlich schwierigen Bedingungen überleben müssen. Aber solange sie es schaffen, solange sind sie frei. Es ist ein bisschen wie auf der Savanne, wo der Löwe immer den Schwächsten nimmt. Es wurden in der letzten Zeit viele von uns genommen. Aber diejenigen, die noch übrig sind, die sind frei. Und das ist auch wichtig. Also ich kann frei arbeiten. Ich überlege mir nicht, oder nicht. Ich überlege bei meiner Arbeit nicht, welche Konsequenzen es nach sich zieht. Nur was unsere normale Berufsstandards sind. Gleich wie in Deutschland oder in Frankreich. Und ich glaube, solange wir das machen, macht die Sache aus, macht den Unterschied. Also ich habe diese Woche diese zwei deutsche Interviews zum Beispiel organisiert und geführt. Es war schwierig. Aber ich glaube, in einem Land, wo wenige fremde Sprachen sprechen, wo die Muttersprache eine der Sackgassen, grammatische Sackgassen der Welt ist. Also man versteht damit nichts. Es ist nicht wie, wenn man Slowakisch spricht, dann versteht man 10, 12 andere Sprachen, wenn man Französisch spricht, dann hat man eine Ahnung, was die Italiener schreiben. Das ist nicht so im Ungarischen. Wir sind eine Sackgasse. Und wenn wir einige Journalisten und einige Redaktionen diese Sachen noch nicht mehr bringen, dann hat ein sehr großer Teil der Bevölkerung auch nie mehr die Chance, zu sehen, was außerhalb Ungarns geschieht, gedacht wird, wie das Ausland tickt. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Nicht nur, was wir im Inland machen, sondern auch, wie wir von Ausland berichten. Ja, vielen Dank. Das war ja fast ein ganz optimistischer Ausblick fast, Martin. Zum Abschluss, ja, wünsche ich erstmal, dass ihr bei HVG und all den anderen Medien in Ungarn weiter viel Kraft und Mut findet, die von dir beschriebene
Sackgasse gut auszuleuchten und den Schmutz auch in der Sackgasse vielleicht auf der Straße aufzudecken, den aufzurecherchieren. Ich fand es sehr interessant, jetzt auch aktuell zu hören, wie ihr unter den Bedingungen von Corona arbeitet. Interessant fand ich, dass sich eigentlich einzelne Entwicklungen in Ungarn der vergangenen Jahre eigentlich nur jetzt, so würde ich das mal zusammenfassen, ja, verschärfen, aber ja, eigentlich gar nicht so viele Dinge substanziell verändert haben, sondern sich Dinge nur Konflikte im ungarischen Mediensystem in der Landschaft zuspitzen und dass auch dieses Notstandsgesetz, glaube ich, so zu sehen ist, dass es halt irgendwann ein juristisch schärferes Schwert, was aber letztlich sich einreiht in bestehende Maßnahmen. Und wichtig ist, glaube ich, auch an der Stelle nochmal, und den Appell, glaube ich, sollten hier alle, die auf Facebook zuhören, und das werden wir, glaube ich, auch mitnehmen, den Appell an Zivilgesellschaft hier, auch an Politik hier, nach Antworten und Lösungen zu suchen, wie man mit dieser Demokratiekrise dort umgeht, wie man euch stärken kann, damit ihr eure Arbeit so machen könnt. Weil diesen Appell nehme ich, glaube ich, ganz klar nochmal so mit. Und das ist, glaube ich, auch gut, dass ihr als Journalisten an der Stelle eben nicht zu Aktivisten werdet. Das war, glaube ich, ein sehr wichtiges Plädoyer, als auch Aufforderung auch an Organisationen wie uns, Reporter ohne Grenzen. Und insofern sage ich erstmal vielen, vielen Dank. Entschuldige mich nochmal für die technischen Widrigkeiten. Wir haben das heute das erste Mal so gemacht auf dieser Plattform. Insofern hoffe ich nicht, dass du dich zu sehr als Versuchskaninchen gefühlt hast und die Zuschauer und Facebook-Nutzer. Und ich kann nur versprechen, dass wir unser Bestes geben, dass wir aus den technischen Fehlern hier gut lernen, um das beim nächsten Mal noch besser zu machen. Erstmal alles, alles Gute, Marton, für eure Arbeit und für alles, was jetzt vor euch liegt. Und vor allen Dingen, dass ihr auch gesund durch diese Krise kommt und weiter eure Arbeit, die ganz, ganz wichtig ist, so gut weitermachen könnt. Vielen, vielen Dank. Danke, also Wiedersehen. Tschüss.